guck mal, was ich denn dort noch so auf der Insel finden kann. Ich weiß, ich sollte eigentlich, ich habe eigentlich eine Mission und sollte irgendwo hingehen. Sind das da Geier? Ey, was geiert ihr hier rum? Lass das, der ist doch schon lange tot. Der ist doch schon lange Brot. Kann ich hiermit was anfangen? Nee, da drin ist eine... Lass das, Geier. Psch, geht weg. Ich weiß, ich bin eigentlich auf einer Mission, aber ich lasse die mal kurz links liegen. Was liegt darum? Um mir die Insel zu erkunden. Interagieren. Was ist das? Ein Brief. Okay, da habe ich einen Brief gefunden. Der Sekretär. Ich versuche mal, das zu lesen. Der Sekretär. Monsieur... Irgendwas. Ich kann mir vorstellen, dass ihr euch fragt, wie es kommt, dass ihr kein Gefangener des britischen Empires mehr seid. Da ihr zutiefst beschränkt seid, lasst es mich euch erklären. Offiziell ist eure Freilassung eine unbedeutende Fußnote im Vertrag von Aix-la-Chapelle. Inoffiziell habe ich euch befreit. Ja, habe ich euch befreit. Sollte wahrscheinlich die Betonung sein, aber die ist im Schriftwerk selten herauszufinden. Ihr seid bestenfalls unscheinbar und schlimmstenfalls unbedeutend. Nicht nur für euer Land, sondern für die Geschichte der menschlichen Rasse. So oder so gehört ihr jetzt mir. Ich bin auch Geschäftsmann und habe Bedarf an einer unscheinbaren Person. Ihr werdet bald eine Stellung in der Flottenbürokratie erhalten und ich werde mir zunutze machen, was als eure administrative Befähigung durchgeht. Sie übertrifft jedenfalls eure Fähigkeit als Flottenoffizier. Anfangs werdet ihr meine Augen und Ohren sein, wenig Arbeit für wenig Bezahlung. Später werdet ihr dann mit meiner Stimme sprechen und dann werden auch eure Belohnungen lauter werden. Ich erwarte nicht, dass ihr gegenwärtig alles versteht. Ihr braucht nur Folgendes zu wissen. Ihr dient einem edlen Zweck und einem Grobmeister, der sehr, sehr grob ist. Okay. Da oben leuchtet was. Ich will das leuchtende Dings haben. Ein Fragment, ja. So, was sind das für Leutchen hier auf der, die da rumlaufen überhaupt? Fragte er sich. Ich warte mal lieber, bis mir der den Rücken zudreht. Der wird ja immer langsamer. Dreh mir mal den Rücken zu, Kollege Waldbrand. Ich kann auch pfeifen und ihn anlocken. Komm her. Du hast das Pfeifen gehört, richtig? Schrei doch nicht so. Mach nicht so einen Krawall. Warum kann ich die Leiche nicht plündern? Das konnte ich im Vorgänger machen. Du hast nichts gesehen. Ach, sind das Sprengstoffe hier, die ich in die Luft jagen kann, oder wie? Au. Oh, hat der Typ gerade Feuer gefangen? Abstechen Deluxe. Die stecke ich auch ab. Warum hat er denn da rumgestanden? Getan. Hat einfach zugeguckt, wie ich seinen Kollegen weggestochen habe. Ja gut. Wenn er meint, das tun zu müssen. So, zweite Truhe gefunden. Da oben ist noch so ein Leuchtedings. Das will ich unbedingt haben. Ja, ja, mach du nur Geräusche. Ja, yeah, es leuchtet. Okay, da unten sind noch... Da läuft doch irgendwas. Was? Hey. Ich wollte das Reh umnieten. Wie gemein war das denn? Oh, und es kann schweben. Ich habe ein Schwebereh umgebracht. Das einzige seiner Art. Wie konnte ich nur? Mit einer Klinge. Ich konnte es mit einer Klinge. Aber da vorne waren noch zwei. Ich versuche mal hier auf das Haus. Und sie dann einfach abzustechen. Abstechi Deluxe. Sehen die mich? Sehen die mich nicht? Er sieht mich nicht. Oh, hey. Problem gelöst. Wir sollen irgendwie Biber sein, dem Symbol nach zu urteilen. Noch sehe ich keinen Biber.
nur Justin Bieber. Was? Doch irgendwas gehört? Da! Hey! Kollege Bieber! Noch einer! Hat er gar keine Angst vor mir? Ich habe gerade seinen Kollegen umgemietet. Na, wenn die so zutraulich sind. Guck mal, Biberreste. Das sieht ja lecker aus. Kann man da noch auskochen. Ist doch noch gut. So, das leuchtende Teil will ich auf jeden Fall noch haben. Und dahin ist noch eine Truhe, die will ich auch auf jeden Fall haben. Und dann kann ich mir auch überlegen, eventuell meinen Auftrag weiterzuführen. Siehst du, alle Kugeln, alle Truhen erhalten. Ich konnte noch irgendwas anfertigen gerade, wenn ich das richtig sah. Was war denn das? Hier, Beutel für Pistolenmunition. 1. Rotwildhaut und Biberfell. Habe ich ja nun beides. Zack. Ach, das finde ich schön. Ich will nur mal auf die Karte. Ich möchte noch ein James Gunn Kreuz. Ich weiß nicht, wer James Gunn ist oder warum er da ein Kreuz hat. Eine Markierung, ja. Aber ich gehe da mal hin. Ja. Und bricht dir die Knöchel. Templerkreuze. Finden Sie den markierten Stein mit Adlerauge oder begutachten Sie ihn. Da, da ist doch was. Ja, das muss ich erreichen. Ich stehe direkt davor. Hier graben. Ein Templerkreuz. Sind überall auf der Welt vergraben. Finden Sie alle und verschaffen Sie Zugang zu Sir Gunns Rüstung. Was ist jetzt alles hier auf der Insel? Mehr sehe ich jedenfalls nicht. Dann kann ich auch wirklich zu meinem Auftrag zurückkehren, nämlich auf mein Schiff. Musste die Insel einmal unter die Lupe nehmen. Ich weiß, wir haben Befehle erhalten, aber das sind doch nur Befehle. Wer befolgt schon Befehle? So, wir können dann weiter. Kapitän ist wieder an Bord. Yeah, da freuen wir uns. Und voll die Hauptsegel. Guckt ihr das mal an. Bam. Diese Gewässer sind rot. Ach, weil die Sperrgebiet sind, richtig. Irgendein Zeug im Wasser, Sir. Ja, gib her. 5 Steine. Immer eine gute Idee, einfach Steine mitzunehmen. Da hinten ist ein Schiff. Ich glaube, ich sollte kämpfen noch aus dem Weg gehen. Vermute ich. Versuche mal an dem vorbeizuschippern. Der sieht mich gar nicht. Hallo, ihr seid blind und seht mich nicht. Ah, so macht das Laune, hier lang zu schippern, oder? Geil. Wohin der Wind uns auch trägt. Der trägt uns nach da vorne, glaube ich. Ort ansehen. Scheint eine Art Festung zu sein. Oh, da ist schön noch was im Wasser. Kann man ja nicht umkommen lassen. Ja, ich sehe es. Holz. Siehst du? Ich habe schon Steine und Holz gefunden. Hier ist Treibeis. Vorsicht, dass wir da nicht reinfahren. Nice. Sieht alles sehr schick aus hier auf dem Wasser. Mit den Eisbergen, naja, Eisberge, Eisschollen, die herumtreiben. Und hier sollen wir anlegen, in diesem Vor. Was habt ihr denn hier vor? Verstehst du? Vor? Was habt ihr vor? Einholen und aufgehalten. Andocken. Dann schwingen wir uns mal behende an Land. So in etwa. Die sind alle rot markiert. Die sind mir böse gesinnt, vermute ich. Port La Joyce, Stufe 32. Ja, okay. Hey, du da.
Kannst du mir weiterhelfen? Vertraut mir, diese Hummer sind in Frankreich eisbegehrt. Der Bauernlümmel ist endlich zurück. Wurde auch Zeit. Wir haben eine Spur zu diesem Manuskript. Ihr werdet es nicht lesen können. Das kann niemand einfach so, Dummkopf. Deshalb brauchen die Templer ja so lange damit. Aber einer von uns hat ihre Arbeit gesehen. Ein Pirat? Ein Spion im Dienst der Piraten. Wir segeln nach Anticosti. Das wird ein guter Test für diese schwimmende Müllhalde sein, die ihr Schiff nennt. Kannst du mir aufhören, mein Schiff zu dissen, du Eule? Das ist nicht in Ordnung, Mann. Ich diss dein Schiff ja auch nicht. Wie verlässlich sind die Piraten? Also jetzt gerade im Moment nicht. Ich betrachte sie als Brüder, Shay. Wenn die Zeit kommt, leisten sie Hilfe im Kampf gegen die Templer. Stünden die Rosmiths doch nur, dass die Templer die Fäden ziehen. Herrschen die Templer wirklich über die Kolonien? Nicht ganz, aber ihr Einfluss reicht sehr, sehr weit. Und der Spion, den wir treffen? Keine Sorge wegen Le Chasseur. Er ist der Bruderschaft ergeben. Zufällig hat er Freunde in der französischen und englischen Flotte. Was für ein Zufall. Die Geschehnisse in dieser Gegend besser unterrichtet, als ihr je erhoffen könnt. Nun, Liam, was könnt ihr mir zu Adewale sagen? Ihr bewundert den Mann offenkundig. Nein, ich hatte die Ehre, mit ihm zu arbeiten. Ich kenne keinen, der mehr für unsere Sache getan hat. Nicht mal ich? Alles. Adewale war bereits eine Legende, bevor er zur Bruderschaft kam. Er war Pirat, die Plage der Karibik, auf Augenhöhe mit Männern wie Blackbeard, Woods Rogers und Calico Jack Rackham. Calico wer? Oh, lest dein Buch, bitte. Vor etwa 20 Jahren überfiel Adewale einen Templerkonvoi und stahl ein geheimnisvolles Paket. Er reiste nach Port-au-Prince und vertraute es einer Frau an, die er für treu ergeben hielt. Fernrohr. Das Fernrohr ist ihr wichtigstes Hilfsmittel. Halten Sie E gedrückt. Bewegen Sie, um zu zoomen. Das kriege ich gerade noch hin. So, ich soll hier einen Schoner der Royal Navy ausmachen. Den da zum Beispiel. Den ist ein Kanonenboot. Wer schont denn hier wen? Da ist noch ein Schiff. Schoner, Stufe 4. HMS Sedgwick. Ein englisches Schiff. Steckt wohl in Schwierigkeiten. Das trifft sich gut. Vielleicht sollten wir ihn bei der Reise zum Grund sehen. Lasst uns nicht überall. Vielleicht hat es ja gut geladen. Werft doch einen Blick durch das Fernrohr. Seht selbst. Hübscher Anblick. Holz und Metall. Ich sage, es ist ein guter Tag, König Georges Taschen zu leeren. Das finde ich aber auch. Ein paar Schüsse dürften sie lahmlegen. Zu viel und sie geht mit Mann und Maus unter. Und unserer Beute. Wir können sie kapern und plündern, bevor die Crew weiß, was los ist. Volle Segel! Feuer! Seesegel einholen! Bomben hinter Feuer! Der Flucht! Ja. Viel zu klein, Holz! Kommt schon, ein Treffer noch, dann Feuer. Ist... Yes, manövrierunfähiges Schiff! Nah heransegeln, halten, entern, diverse Dinge tun. Euer Einstellen, Captain! Au! Zeit, kapern wir! Aber hallo, wird ihr gekapert? Einmal Piratenpizza, aber ohne Kapern! Zeigen wir es Ihnen, Captain! Es wird geändert, was die Eule hergibt. Für die Morrigan! Ja, zieht das Ding mal ran. Schön macht ihr das. Ich warte mal, bis meine Kollegen ihre Arbeit erledigt haben. Feindliche Crew töten. 5 Stück. Das kriegen wir ja gerade hin. Fangen wir mit dem an, wenn er wieder hochkommt. So, 1, 2. Den Rest machen wir mal im Nahkampf. Komm schon, wie sich das für einen echten Assassinen gehört, wird hier einfach wild abgestochen, ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste. So, und das waren die 5. Dieses Schiff ist... Was macht der denn da? Hat er noch einen Breakdance hingelegt, bevor er von Bord gegangen ist? Ja, ich würde sagen, das Schiff gehört mir, was? Was soll damit geschehen? Die Morrigan reparieren oder das Feindschiff ausschlachten? Die Morrigan ist gar nicht beschädigt. Von daher wird das einmal schön ausgeschlachtet, wa? Und wir haben Holz, Metall, brennendes Öl und ein Besatzungsmitglied geplündert. Das, klar, einfach so. Gehen aber an Bord, dieses Besatzungsmitglied will ich. Wir plündern das jetzt und nehmen das einfach mit.
Ist ja kein Mensch mit freiem Willen oder so. Ist ja nur ein Besatzungsmitglied. Bam! Das Meer von hier bis an die Kosti ist rau, Captain. Wir müssen die Morrigan verstärken, bevor es weitergeht. In der Nähe gibt es einen Hafenmeister. Bei ihm können wir kaufen, was wir brauchen. Cool. Ich wusste gar nichts von einer Bruderschaft auf Haiti. Ich will noch hier die Kisten einsammeln. Er rekrutiert viele Assassinen von den Maroons. Das sind entflohene Sklaven und ihre Kinder, richtig? Genau. Welch Schande, Shane. Sie entkamen einem harten Los, nur um beim Erdbeben zu sterben. Ja, scheiße. Aber Haiti ist doch französisch, nicht? Da ist es. Und hier helfen die Assassinen König Ludwig. Aber auf Haiti halten die Franzosen die Sklaven, welche die Assassinen befreien. Da ist noch ein Schoner. Der Kampf übersteigt politische Grenzen. Der Tabak an Bord. Anticosti ist nicht mehr fern. Stimmt. Bereit zum Zuschlagen! Kritische Schiffe! Diese Segel setzen! Bereit hier! Warum sollte ich mich denn mit einem Schiff zufrieden geben als Beute, wenn ich zwei haben kann? Komm her, mein kleiner Schoner. Komm zu Papa. Feindliche Crew töten. Das ist mir eine Ehre. Steh mir nicht im Weg, denn ich muss feindliche Crew töten. Eins. Zwei. Oh, die haben mich gar nicht getroffen. Wie ungeschickt von mir. Wenn ich genug Munition habe, muss ich gar nicht an Bord gehen. Oh, der war außer Reichweite, ne? Ich habe auch nicht genug Munition. Na komm, vier habe ich schon. Einen noch. Und wir mussten dafür nicht mal entern. Siehste? Schon gehört das Schiff mir. Holz, Metall, Stoff, Tabak und wieder ein Besatzungsmitglied. Und nochmal ausschlachten, weil die Morrigan schon wieder nicht beschädigt wurde. Wir sind halt Ultra und Imbar zugleich. Kommt alles mitnehmen, was man brauchen kann. Und dann wird der Kahn auf den Grund des Meeres versenkt. So, und jetzt können wir weiterziehen, ne? So eine gute Idee. Sehr gut. Wir segeln einfach mal zum Hafenmeister. So, mehr Streit wollen wir erstmal nicht. Sei denn, der da kommt uns gefährlich in die Quere. Aber es sieht nicht so aus. Ah, da. Kann ich hier durch das Eis durchfahren oder kriege ich dann... Das ist per se, Shane. Ein kleines Fischerdorf. Ist das der Ort? Ich sehe nichts als Fischer und Netze. Ei, per se und Fischfang gehen Hand in Hand. Aber für unsere Zwecke wird es reichen. Gut. Zuerst fischten Franzosen hier, aber König George beansprucht Jahr für Jahr mehr. Die Bewohner stecken mittendrin. Okay. Das Schiff beim Hafenmeister ausrüsten. Kann ich hier erstmal anlegen? Raus aus dem Wind! Geht vor Anker! Ja. Das Schiff einfach seitwärts an den Pier fahren. So funktioniert das per se. Hüpfe hier. So, der Hafenmeister ist... Schreiten Sie in der Geschichte voran, um diese Aktivitäten freizuschalten. Ja, ich soll doch erstmal zum Hafenmeister. Ich schreite ja bald voran. Schiffsverbesserung. Sie können Ihr Schiff vom Hafenmeister aufrüsten. Und ausrüsten wahrscheinlich auch. Eda! Kollege. Wie kann ich zu Diensten sein? Naja, Schiff aufrüsten vielleicht. Sollen wir denn Schiff reparieren? Kaufen? Morrigan-Verbesserung. So, was wollen wir uns denn mal leisten? Ein verbesserter Rumpf. Ja, Rumpfpanzerung auf jeden Fall. So eine gute Idee. Bestätigen. Breitseitenkanonen. 9 Breitseitenkanonen auf jeder Seite des Schiffs. Ich schätze mal, bisher haben wir 6 und dann steht dann nämlich 3 und dann kommen wir auf 9. Ja, unbedingt. Wer könnte das schon ablehnen? Was haben wir noch? Das können wir uns nicht leisten. Schwere Kugeln, Mörser.
muss ich erst in der Hauptgeschichte voranschreiten, um das freizuschalten. Nun gut. Nicht überhaupt noch irgendwas. Panzerung des Beiboots? Nee, auch nicht. Dann waren das wohl nur die beiden Dinge, die ich jetzt gerade machen konnte. Und aussehen kann ich noch gar nichts verändern. Kann ich was verkaufen? Tabak. Wozu brauche ich denn Tabak? Stein und Stoff und Holz brauche ich wahrscheinlich zum Ausbauen meiner Schiffe. Tabak? Alles verkaufen. Guck mal, bringt 7650 Pfund. Da werde ich direkt reich mit. Ich verkaufe mir den ganzen Tabak. Ich esse sowieso selten Tabakeintopf. Also können wir den auch verhökern. So, guck, da sieht das Schiff aus wie neu. Ja, könnt ihr ruhig mal die Masten zeigen, an denen sich nichts verändert hat. Das ist ein schönes Schiffchen eigentlich. Vielen Dank für euer Vertrauen, Captain. Ja, gerne. Ich vertraue unbedingt immer fremden Leuten.